Ohne Prozedur kein Abitur. Moin, mein Auftrag für die nächsten Monate: im Sommer ein gutes Zeugnis abliefern, eine chillige Klassenfahrt erleben, eine fette Abschlussparty feiern und dann kann ich mich endlich für die gymnasiale Oberstufe anmelden. Läuft bei mir. Aber wie melde ich mich eigentlich an? Dazu brauche ich den Anmeldebogen für die gymnasiale Oberstufe, den ich in meiner Schule auf dem Infoabend bekomme oder mir im Netz herunterlade. Hier gibt es eine Anmeldefrist, die du unbedingt einhalten musst. Das Abgabedatum findest du fettgedruckt oben auf dem Zettel. Wenn du aus Bremerhaven kommst, gibst du die Anmeldung an deiner jetzigen Schule ab. Falls du allerdings im Landkreis zur Schule gehst, solltest du den Anmeldebogen bei deiner zukünftigen Schule direkt abgeben. Falls du dich für das HiSci-Profil entschieden hast, musst du den Anmeldebogen bis zu dem extra vorgegebenen Datum abgeben. Dieses liegt meistens etwas früher als der normale Abgabetermin. Jeder, der sich für das HiSci-Profil anmeldet, gibt den Bogen direkt beim Alfred-Wegener-Institut ab. Nun geht es ran ans Ausfüllen. Als erstes musst du persönliche Angaben wie zum Beispiel deinen Namen, Adresse und das Geburtsdatum angeben. Die Kontaktdaten deiner Eltern oder Erziehungsberechtigten musst du nur angeben, wenn du nicht mit ihnen zusammenwohnst. Als nächstes musst du angeben, welche Schule du derzeitig besuchst, in welcher Klassenstufe du bist und die dazugehörige Schulart. Gib an, welche Fremdsprachen du wann erlernt hast. In diesem Abschnitt des Anmeldebogens geht es um die Wahl deiner Wunschschule. Dabei hast du verschiedene Möglichkeiten zum Ankreuzen. Das ist unterteilt in die Oberstufen an beruflichen Schulen und die Oberstufen an allgemeinbildenden Schulen. Alle aufgeführten Schulen führen zum Abitur, also zur allgemeinen Hochschulreife. Das heißt, dass man nach bestandenem Abitur zum Studium an allen Universitäten und Fachhochschulen berechtigt ist. Mit einem Abitur könnt ihr alle Studiengänge wählen, unabhängig vom Abiturschwerpunkt. Wenn du noch nicht weißt, welche Schule die richtige für dich ist, gibt es dazu Infoabende. Dort bekommst du alle Infos zu den Leistungskursen, Profilen und vieles mehr. Du kannst auch die Homepage der jeweiligen Schule besuchen. Oder du fragst bei deiner Schule nach dem Infobrief, der auch viele Informationen enthält. Wenn du dann deine Wahl getroffen hast, darfst du keinesfalls vergessen, nur ein Kreuz bei deiner Wunschschule zu setzen. Vergiss die Unterschrift nicht. Damit sollte alles in diesem Bereich geklärt sein. Auf der nächsten Seite kannst du ein Profil wählen. Ein Profil besteht aus einem Leistungsfach und zwei Grundfächern. Das erste Leistungsfach bildet den Schwerpunkt des Profils. Dann musst du noch ein zweites Leistungsfach wählen. Wenn du zum Beispiel das sprachliche Profil wählst, kannst du zwischen den Leistungsfächern Deutsch, Englisch oder Französisch wählen. Zu deinem Profilleistungsfach wählst du ein zweites passendes Leistungsfach. Dafür gibt es klare Regeln. Lies dazu diesen Abschnitt oder lass dich bei den Infoabenden der Schulen oder den Schullaufbahnberatern beraten. Die Leistungsfächer wirst du besonders oft im Unterricht haben. Deshalb solltest du bei der Wahl nach deinen Neigungen, Interessen und Talenten gehen. Wenn du zum Beispiel oft und gerne Sport machst, solltest du das sportliche Profil wählen. Die gymnasialen Oberstufen Bremerhavens bieten unterschiedliche Profile an. Achte darauf, dass deine Wunschfächer auch auf deiner Wunschschule angeboten werden. Das Leistungsfach Psychologie gibt es beispielsweise nur an der Geschwister-Scholl-Schule. Dafür kannst du dort Sport nicht als Leistungsfach wählen. Die Profile, Leistungsfächer und Grundfächer der verschiedenen Schulen kannst du dir auf dem beiliegenden Extrazettel anschauen. Beim beruflichen Gymnasium ist das Leistungsfach, zum Beispiel Multimedia, innerhalb der verschiedenen Profile bereits festgelegt. Dabei handelt es sich um ein neues Fach, für das du keine Voraussetzungen benötigst. Du solltest allerdings Interesse an der Richtung haben. Obwohl sich das berufliche Gymnasium und HiSci auf spezifische Profile und Fächer beschränken, erarbeitest du dir damit ein vollwertiges Abitur. Du kannst also danach jedes Studium und jede berufliche Richtung einschlagen. Für den Fall, dass deine gewünschte Fächerwahl nicht erfüllt werden kann, musst du eine Ersatzwahl angeben. Bei der Wahl der Ersatzfächer solltest du dir überlegen, welcher Fächer eine echte Alternative zu deinem ursprünglichen Wunsch wären. Dabei bringt es nichts, nur die Reihenfolge der Leistungsfächer zu tauschen. Meldest du dich bei HiSci oder dem beruflichen Gymnasium an, musst du keine Ersatzwahl angeben. Der obere Abschnitt der dritten Seite betrifft nur Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen. Wenn du schon eine Bremerhavener Schule besuchst, brauchst du hier kein Kreuz machen. Es geht darum, ob du, falls dein erster Schulwunsch nicht angenommen wird, zu einer anderen Bremerhavener Schule zugeteilt werden willst oder weiter in Niedersachsen zur Schule gehen möchtest. Der untere Teil des Blattes betrifft nur sogenannte Härtefälle. Falls du ein Härtefall bist, musst du hier ein Kreuz setzen und die Umstände schriftlich begründet zu dem Formular beilegen.
So, jetzt bist du fast fertig. Überleg nochmal. Hast du den Anmeldebogen ausgefüllt und unterschrieben? Jetzt solltest du ihn schnellstmöglich vor Ende der Frist an deinem Abgabeort abgeben. Nun musst du auf den Bescheid vom Schulamt warten. Natürlich musst du weiterlernen, da nur dein Sommerzeugnis über deine Zulassung zur gymnasialen Oberstufe entscheidet. Dein Abschlusszeugnis mit der Zulassung zur gymnasialen Oberstufe bekommst du rechtzeitig, um es in der letzten Woche vor den Sommerferien im Sekretariat deiner neuen Schule abzugeben. Das muss auch rechtzeitig dort vorliegen, da deine neue Schule es braucht, um dich aufnehmen zu können. Wenn du diese Prozedur erledigt hast, kann dein erstes Jahr an deiner neuen Schule beginnen. Wir wünschen dir viel Glück beim Abitur.